Ja, so, dann wollen wir uns mal der Pocket 2 widmen und die Windbreaker, die Windpuschel, an sie anbringen. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem neuen Video. Ich bin wieder unterwegs hier im wunderschönen Cuxhaven an der Nordseeküste und ich nehme dich jetzt mal mit hier auf einen kleinen Rundgang und dabei werden wir einiges an Tests durchführen, mit der Pocket 2 natürlich wieder. Schauen wir mal, dass wir alles gut reinbekommen. Diesmal habe ich auch daran gedacht, mein Kabel mitzunehmen für die Pocket 2, so dass ich das Ganze kontrollieren kann hier mit meinem Kontrollmonitor, mit meinem iPhone. Muss ich hier mal ein bisschen jonglieren. Okay, so müsstet ihr das eigentlich ganz gut sehen können, dass ich hier halt das Bild der Pocket 2 ganz gut kontrollieren kann über den Screen des iPhones. Ich habe das Kabel direkt angeschlossen, da ich noch nicht über das passende Wi-Fi-Modul verfüge für die Pocket 2. Ja, und ganz entgegen meiner letzten Ansage, dass ich doch nach Möglichkeit alle meine Kameras und Drohnen selber behalten möchte von DJI und dadurch so eine Art kleines Technikmuseum mir selber eröffne, habe ich jetzt meine Pocket 1 doch weitergegeben an eine sehr gute Freundin, die Janette. Sei gegrüßt, Janette, falls du dir das Video gerade anschaust. Sie hat halt bisher in ihren Vlogs immer nur mit ihrem Telefon gearbeitet und dementsprechend zittrig und wackelig war das Bild dann auch teilweise. Ja, und so habe ich jetzt meine Pocket 1 an Janette abgetreten. Ich hoffe, dass sie damit schöne Aufnahmen macht in ihren Vlogs, vor allem ruckelfreie und wackelfreie Aufnahmen. Das würde mich sehr freuen. Und auch wenn sie dabei bleibt, sie hatte schon mal überlegt, ob sie die Vlogs nicht aufgibt, dass es sich kaum lohnt. Aber ich denke, wenn man Spaß daran hat und das irgendwie zeitlich auch noch irgendwie mit einbinden kann, sollte man auch dabei bleiben. Ja, gut. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Ich bin hier auf einem relativ ruhigen Weg unterwegs heute hier draußen. Das ist direkt hinterm Deich. Der Deich befindet sich dann da ungefähr. Und das Meer, die Küste. Ja, und das ist hier so ein kleiner Verbindungsweg, der vom Kurpark bis direkt unten an die Straße führt. Okay. Wir gehen jetzt hier mal direkt weiter. Was wollte ich noch erzählen? Ja, die Audio-Puschel bei der Pocket 2, da kam eine Nachfrage, ob ich die selber hergestellt habe oder ob ich die gekauft habe und wo ich die bezogen habe. Ich werde euch unten mal einen kleinen Link einblenden, wo ihr die bekommen könnt. Die sind halt gekauft, sind nicht selber gemacht. Ich habe dafür keine Katze getötet oder sowas. Ja. Und ich werde euch jetzt hier auch noch mal ein bisschen
detaillierter das Video zeigen, auch mit meinen Erklärungen und den Ton, den ich dafür gemacht habe. Das letzte Mal hatte ich ja nur kurz eingeblendet im Zeitraffer, wie ich die kleinen Puschel an der Hero 9 angebracht habe. Und das zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video, wie ich die installiert habe. Ja, so, dann wollen wir uns mal der Pocket 2 widmen und die Windbreaker, die Windpuschel, an sie anbringen. Und zwar befinden sich die Mikrofone, die integrierten Mikrofone der Pocket 2, einmal hier vorne, dann hier an der Seite und dort nochmal. Und da werden wir jetzt jeweils die Windbreaker anbringen. Die haben wir dann hier und das sind die Kleber dafür. Okay. Öffnen wir das mal. Ich weiß nicht, wie lang das Ganze dauern wird. Ich werde das sicherlich ein bisschen beschleunigen dann in der Postproduktion. Aber das ist auch wieder vom Live. Was ist? Zumindest der erste Aufkleber. Der zweite und der dritte. Ja. Diese kleinen Windbreaker für die Action Cams, die gibt es halt bei Amazon oder bei eBay. Ich packe vielleicht einen kleinen Affiliate-Link mal mit unter dieses Video. So, und da haben wir die Puschel. Auch einer. Zwei, drei. So sieht das aus. Da sind eigentlich genug von dabei, so dass man die auch mal auswechseln kann. Oder wenn man mehrere Action-Cams hat, dass man dann die dort unterschiedlich anbringen kann. Okay, dann werde ich jetzt erstmal eine kleine Befestigung hier dran machen. Die sind halt so wie so doppelseitiges Klebeband ausgelegt. Packe ich dann da möglichst drüber über das kleine Mikrofon. So, das ist relativ gut gelungen. Dann ziehe ich zweite Seite ab. So. Und dann kann ich den Puschel darauf platzieren. Okay. Ja, und dann hat unsere Osmo Pocket 2, unsere Pocket, DJI Pocket 2 ihr erstes Bärtchen bekommen. Könnt ihr hier sehen. Und dann geht es an dieser Seite weiter. Das Ganze sieht dann natürlich am Ende ziemlich witzig aus, wenn wir unsere kleine Kamera mit diesem winzigen Bärtchen versehen haben und habe schön. Aber es soll ja funktionieren, das ist das Wichtigste dabei. So, Nummer 2. Okay, ist auch drauf. Und wieder die andere Seite entfernen. Auch gut. Und den zweiten Puschel da drauf setzen. Schön andrücken. Okay. Dann haben wir das Mikrofon auch mit einem Puschel versehen. Insgesamt machen die Puschel die Pocket 2 dadurch natürlich ein bisschen breiter und voluminöser. Aber ich denke, das sollte trotzdem funktionieren, dass ich sie noch in die Halteschale, die Aufbewahrungsvorrichtung dann hineinbekommen, auch mit den Puscheln. So, die dritte. Ja. Ist drauf. Die Seite wieder lösen. Zum letzten Mal. Okay. Und dann haben wir hier den letzten Puschel. Das geht also wirklich ganz hervorragend. Dann sieht unsere Pocket wirklich lustig jetzt aus mit den drei kleinen Puscheln da dran. Und wenn ich dann so reinspreche, dann kann ich ja auch mal pusten, dass man vielleicht was hört. Ja, das probieren wir dann halt draußen am besten aus. Ja, und das war dann also schon mein kleines Video hier, wie ich die Windbreaker, die kleinen Puschel an die Osmo Pocket 2 angebracht habe.
Die sind wie gesagt sehr zu empfehlen. Solltet ihr euch wirklich dafür holen. Denn die bringen schon was. Okay, mache ich sie wieder aus. Ich vergesse jedes Mal, wo sie auszumachen ist. Jetzt haben wir es, ja. Okay. Und was ich noch machen kann, dass ich mal versuche, sie jetzt in die Schale mit den Pushern zu bekommen. Ich denke, das funktioniert auch ganz gut, ohne dass ich die Pusche lösen muss, hoffe ich, an den Seiten. Es geht ein bisschen schwerer jetzt, aber sie kommt raus, Pusche sind noch dran. Hier hat es sich ein bisschen gelöst. Also das ist dann vielleicht doch auf die Dauer nicht ganz so optimal mit dieser Schale. Vielleicht lässt sich nochmal von einem Dritthersteller eine kleine Schale besorgen, die nur für das eigentliche Gimbal vorgesehen ist. Das würde mir schon reichen. Muss ich mal schauen, wie ich das in Zukunft löse. Ja, das war dann also das kleine Video, wie ich die Windbreaker, die kleinen toten Katzen, an der Pocket 2 installiert habe. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ihr könnt die halt bekommen über Amazon, denke ich mal, und über eBay könnt ihr die auch bekommen. Das ist also nicht das Problem. Die Installation ist wirklich einfach. Da muss man nicht großartig was für gelernt haben oder das können. Das geht recht fix vonstatten. Also das sollte keine Schwierigkeit sein. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar.